So, hallo, wir sind wieder da. Und jetzt geht's, ans Spiel selber. Und der erste Teil, die Schwierigkeit ist eingestellt. Ich habe vorher bemerkt, dass es etwas zuckt, falls es euch allzu fest. Ich weiß zurzeit nicht, wie ich das wegtun sollte. Falls es euch feststört, dann schreibt's. Aber ich versuche auch sonst mal, dass ihr mir das hört. Ignore the omens, Arcantos. Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege of Troy. Troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Even if they do, their only task will be to show the banner of Atlantis, not a task for an admiral. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No, it must be you. What in the name of... Castor, stay here! Get those Petropoli up here. Okay, also, schnell nochmals erklären. Also, am Anfang hat uns Athene in unserem Traum gewarnt, dass bald Feinde von Atlantis bald auftauchen werden. Offensichtlich ist zurzeit die Belagerung Trojas voll im Gange und der Berater von Alcantos will, dass er loszieht. Das will der König natürlich nicht, weil er es einfach gar nicht wichtig hält. So. Wie ihr seht. Well done. We should prepare ourselves for more attacks. So. Also ein wenig. Ruhe da. Ich zuerst ein wenig schnell erklären. Es ist ein Strategie-Game. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Es gibt da drei verschiedene Rohstoffe. Nein, nicht Fleisch, sondern Nahrung, Holz und Gold. Außerdem gibt es da noch Generation Favor. Also es ist so etwas wie wie fest das uns Götter mögen oder so. Das kriegt man, wenn man in den Tempeln betet. Und mit diesen Sachen kann man dann in den Tempeln mythische Viecher, also irgendwelche Minotauren oder so, herstellen. Dann haben wir hier, das ist das Zentrum, das Dorfzentrum. Ich habe jetzt gerade ein paar Arbeiter geschickt, um Gold zu holen. Das sind einfach Häuser, die braucht man, also man sieht hier, vielleicht, wir haben 29 Menschen. Wir haben Platz für 95, also das Zentrum und die Häuser vergrößern den Platz, je nachdem welche Einheit es ist, also ob es jetzt einfach ein Bauer, ein Soldat oder irgendetwas Größeres ist, wiegt sozusagen mehr Menschen. Ja, das ist so im Allgemeinen das. Wir haben dann einfach ein paar Gebäude, Militärakademie, Bogenschützenakademie, also jetzt da, Schmiede, um das Militär zu verbessern, ja, noch ein paar Gebäude, um das Zeug zu lagern, also Holz und Gold, und das ist für die Nahrung, ja, Schiffe können wir, glaube ich, in der ersten Mission sowieso nicht herstellen. Und jetzt ist es so, wir wurden angegriffen von einem Kraken. Ich sage es jetzt mal voraus, es gibt noch mehr Angriffe. Und wir müssen durchhalten, bis die Armee von Atlantis da ist. Die ist jetzt 6 Leagues away, was auch immer Leagues sind. Ich weiß nicht, falls es irgendjemand weiß, dann kann er es mir mal sagen. Zumindest in welchem Bereich, Kilometer, 2 Kilometer, Meile oder... weiß noch nicht. Ich sage jetzt auch mal Kilometer, weil es für mich geläufig ist. Also wir sagen jetzt mal, sie sind 6 Kilometer weg und wir müssen halt einfach durchhalten. Ja,
der Rest erklärt sich dann so ein wenig von selber. Dieses Game ist 2003, soweit ich weiß, auf den Markt gekommen. Es gibt auch einen offiziellen Add-on. Additional Toxotase can be trained at the archery range. Ja, genau, das weiß ich. Danke. Also jedenfalls. Es gibt ein Official Add-on für Titans, den habe ich. Ich glaube, es gibt nochmal eine Kampagne, die auch offiziell ist, oder zumindest so halboffiziell. Das müsste ich noch nachgucken, vielleicht lade ich sie auch noch herunter. Anschließend. Black Sails, a landing party! Ja. Also, und da sehen wir Black Sails, also die. Prostagma. Also die Piraten. Nein. Nein, das war falsch. Carlos, ich wollte. Ihr seid sehr blöd, Jungs. Aber nein. Gut. The Black Sails are going to regret this. Okay, ich brauche Truppen da hinten. Weil Arkantos ist ein Held. Und dieser könnt ihr bitte euch bewegen machen. Dieser kann sich regenerieren. Genau. Und ihr seht, also langsam geht sein Leben hoch. Wenn er stirbt, kann man auch mit seinen eigenen Einheiten beim Vorbeilaufen. Er soll wieder aufstehen. Und das sind nur noch 5 Kilometer, wie ihr seht. Oh crap. Ja, okay, es ist klar, dass sie immer die Bogenschützen zuerst angreifen, aber. Ja. Ich habe noch eine gewisse Schwierigkeit in diesem Spiel, weil ich normalerweise mit einer Maus spiele und jetzt bin ich gerade, oh verdammt, schon wieder verpasst. Jetzt spiele ich auf einem Laptop ohne eine Maus. Beziehungsweise meine vom Computer kann ich ja nicht anschließen. Mhm. So. Gibt's auch ja, es ist offensichtlich wirklich schwieriger als sonst. Also offensichtlich habe ich da schon ein paar Häuser, also ein paar ein Haus verloren. Vielleicht erinnere ich mich auch nicht, vielleicht habe ich auch früher verloren bei nicht so hoher Schwierigkeitsstufe. Ja, genau, du stirbst doch gerade. Und zwar bauen wir langsam wieder eine Armee auf, weil, falls die wirklich mal angreifen, dann ist es nicht toll. Oh, wow. Good work, Professor. Keep your eyes open, Malice. Mach ich, mach ich. Also Jungs, ja genau, wir haben, wir können da in verschiedene Zeitalter umsteigen, ihr seht dann auch wie genau das funktioniert, und immer wieder kriegen wir göttliche Kräfte, je nachdem welchen Gott wir wählen, ist das eine andere Kraft. Das ist, jetzt hört man schreien. Das ist jetzt gerade Regen, das heißt, wenn ich das aktiviere, dann gibt es einen Regen für eine gewisse Zeit lang und dann können die Bauern, also Bauern, die Nahrung aufsammeln, die sind dann schneller. Ja, das können wir natürlich sehr gut gebrauchen, also machen wir das jetzt einfach. Regen bitte überall. Okay. A landing party! Okay. Super. A landing point.
Party, ja genau. Pentacles. Okay. Das ist knapp hier. Okay, ich glaube, die kämpfen auch selber. Ja, das hingegen ja okay, das hat jetzt auch funktioniert. Aber wie ihr seht, ist unsere Armee gerade sofort relativ klein geworden. Nachdem ich sie so schön lange ausgebaut habe, was macht ich falsch? Man muss immer auf die Typen aufpassen. Sonst verrecken die da einfach. Dann sind sie auch nach vorne gerannt, ich hab's gar nicht gesehen. Na, das ist natürlich toll, aber jetzt gerade haben wir gar keine Zeit und kein Gold. Ja, stimmt, ein Gold, das können wir natürlich auch machen. Was kostet der? Genau, gar kein Holz. Das heißt, ihr beide Jungs, ihr braucht jetzt auch darüber. Dann gibt es noch mehr Gold, dann können wir noch schneller bauen. Okay, jetzt kommt ein Schiff in die nicht so gute Richtung. Ja, das habe ich gemerkt, gell? Die Idee wäre ja sonst nicht gekommen. Okay, Jungs, ihr geht jetzt einfach hin. Ah, das Ding. Ah, ja, dann. Guten Tag. Ja, der Gesicht noch. Oh, crap. Das. Was ist das denn? Oh, jetzt haben wir es so entnommen. Ja, natürlich. Das war ja schon fast klar, oder? Haha, da haben wir sogar zu wenig Nahrung für einen Bauarbeiter. Ja, für einen Bauern, oder? Ja. Apropos, was toll an diesem Spiel ist, ist, dass die Bauern auch kämpfen können. So, auch mal eine Mission erledigt, dass ich. Die brauchen dann Nahrung. Diese kann man einfach unendlich viel von solchen Ackerflächen abbauen. Und als ich mal in einer weiteren Mission, da seht ihr dann noch, falls ich es nicht vergesse, erwähne ich sie mal, als ich mal kein Gold mehr hatte, um wirkliche Truppen herzustellen, habe ich einfach riesige Armee von Bauern gemacht und so langsam den Gegner überrannt mit diesen. Sie greifen jedoch nicht selber an, sondern man muss sie hinschicken und greifen. Sie sind nicht allzu stark, aber wie gesagt, von denen kann man auch unendlich viele herstellen. So, und das ist die Regenerationskraft. Jetzt müssen wir auch noch ein wenig gucken, was überhaupt da alles Regeneration braucht. Ja, mal ein halt. Verdammt, ich hab's schon wieder vergessen. Nein, neuen Baum. Ja, haben wir. Super. Und da hier auch noch einen. Los. Gibt Gas. Another Kraken approaching! Pray, this is the last! Naja, ja, es sind nur noch 2 Kilometer, also unsere Truppen sind nur noch 10 Kilometer weit entfernt, also. Kann gut sein, dass es der letzte ist. Oder der letzte, der wirklich. Oh, verdammt. Ja, das ist natürlich jetzt gerade grob. Das ist gar nicht nett. Was muss ich gerade machen? Jungs, ihr könnt jetzt sehr gerne da etwas unterstützen. Ihr auch, ihr lacht einfach rüber. Und ihr auch. Jetzt schicken wir einfach alle Truppen rüber, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Weil es sind wirklich nur noch 2 Kilometer, vielleicht kommt sie ja bald. Ja genau, jetzt wird einfach das Hauptgebäude angegriffen. Ja, mich auch. Ja, super. Und du greifst das da auch. Ein Hero ist gefallen.
Okay, ja, jetzt kommt er dann mit Skorpionen, das ist natürlich nicht so leid für mich. Ja, super, ja, kämpfe, das ist super, ja, mach das. Kann man gut gebrauchen. Ja, Kraken, du bist natürlich auch nicht allzu toll da. Also, beziehungsweise, dass du da bist, ist nicht allzu toll für mich. Und ich stelle jetzt einfach mal Truppen her. Weil der Bayer kommt, dass er immer wieder mal zur Welt kommt, zum Leben wieder erweckt wird. Und dass ich einfach mal bis zum letzten Mann kämpfe. Ich hätte ehrlich gesagt das Gebäude nicht aufgeben. Ah, toll. Jetzt gibt es wieder neue Nahrung. Super. Das war nicht nett, Jungs. Das war gar nicht nett. Das ist auch toll, das ist nur bei den Griechen so. Sie haben in den Gebäuden noch so Soldaten oder so etwas. Sobald man ein Gebäude zerstört, kommen diese raus. Und das ist dann nicht so toll für den Gegner. Okay, in dem Fall. Bitte das da auch noch umbringen, danke. Ah, super. Jetzt ist das mühsamste Viech gestorben. Jetzt kann man schnell das Schiffchen da platt machen. Jetzt bin ich auch auf dem Kriegskrieg. Oh, das ist nicht mehr ein Schiffchen, ne? Er kommt jetzt auch rüber. Wie ihr seht, bin ich nicht so ganz der Chef der Situation. Jetzt haben wir schon fast zu viel Gold, dafür zu wenig Essen. Du bist jetzt auch darüber. Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade eher auf Fußtruppen als auf Bogenschützen erfolgt. Ah, super. Okay, ja. Unser Armee ist bald da, ein Kilometer? Nein. Oh, das ist gar nicht nett. Das ist gar nicht nett. Oh. Ihr geht jetzt von dort weg, bitte. Ich will nicht, dass ihr drauf geht. Das ist so wirklich gar nicht nett. Und das zerstört natürlich unsere Nahrungsfelder. Und unsere Bauern auch. Wir werden auch geschadet dadurch. Das ist nicht toll, aber nein. Okay, die Armee ist da. Das ist wunderbar, weil jetzt kontrolliere ich gar nichts mehr. Ehrlich gesagt. Weil jetzt bin ich wirklich einfach nur noch da irgendwie. Jetzt werde ich einfach platt gemacht. Okay, aber jetzt sind die Menschen da. Eigentlich super, ich habe Bogenschützen, toll. Ja. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht ein allzu netter Angriff gewesen. Okay, ja, jetzt gehen wir sowieso keine Truppen mehr bauen. Wir hoffen einfach, dass diese ausreichen. Ich mache auch gar nichts mehr. Weil das sollte reichen. Gut. Oh, das waren offensichtlich mehr als ich dachte. Also Jungs, also zunächst mal das da platt machen. Weil dort hinten gibt's. Oh, wow.
Okay, ja, jetzt bin ich taktisch natürlich nicht mehr so brillant. Ich habe jetzt gar niemanden mehr. Oh, das ist natürlich nicht so toll. Also Jungs, Gold haben wir reichlich. Jetzt geht er auch darüber und holt das Zeug. Weil es ist noch lange nicht vorbei. Und er geht jetzt auch rüber und macht da alles platt, was noch da steht. Ja, ich muss sagen, das ist jetzt beinahe eine Niederlage gewesen für mich. Also es ist wirklich sehr viel schwerer. Oder ich bin auch schlecht und ungeübt seit langer Zeit. Okay. Okay, wir haben es geschafft, aber ja, es könnte mit der Zeit schwierig werden. Another message from Poseidon Arcantos. His creatures helped the pirates. Father, they stole the trident! What? Yes, it was stolen during the fighting. Chaos. There could not be a clearer sign, Arcantos. We are losing Poseidon's favor. We must act. I will go to Troy as you ask. I'm going to get that trident back on the way. Zethos, take supplies aboard and get the men together. We're setting sail. Can I come? No, I need you here in case they come back. Don't worry, this errand could not take long. Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber. Okay. Ja, nochmals die Sequenz schnell aufklären. Also, sie haben den Dreizack von der Poseidon-Statue im Meer gestohlen. Und unser Berater behauptet, wir verlieren Poseidons Gunst so oder so, weil mehr Kreaturen uns angreifen. Also, Piraten helfen uns anzugreifen. Und also, wir gehen nach Troja. Auf dem Weg dorthin sollten wir noch die Piraten schnell besuchen und den Dreizack holen. Also die Piraten, der Pirat heißt Camus, sein Name ist auch schon aufgetaucht. Also, ja, aber das nächste Szenario kommt im nächsten Teil. In dem Fall, ja, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, ciao.